So, liebe Liebenden, es geht weiter. Jetzt gehen wir in die Saisonvorbereitung für die Spielzeit 69-70, wo wir es dann im zweiten Anlauf mit dem Aufstieg schaffen wollen. Wir haben 32 Spieler im Kader und ist ja wirklich wie beim Magath in besten Zeiten. Der Kaplan war ausgeliehen, er ist immer noch Stärke 4, wenn ich es sehe, richtig sehe. Ja, er hat bei Aue nur 5-mal gespielt, keinmal getroffen, das hat ihm nicht wirklich weitergeholfen. Also, wir haben 6 Stürmer. Wenn man mit 3 Stürmern spielt, bräuchte man vielleicht auch eigentlich 6. Wobei die 3 Neuner sind alle auf demselben Niveau. Allen ist jetzt leicht abgewertet worden. Wir wollen vielleicht auch kein Überangebot da schaffen. Aber Hutunen mit 17, der ist dann noch weit weg. Den wollen wir erstmal ausleihen. Auch ohne Kaufoption gerne. Kaplan, ich glaube nicht, dass der uns... Ach, der ist auch ein großes Talent. Sollten wir vielleicht auch nochmal ausleihen. Auch ohne Kaufoption. So. Geben wir den beiden da nochmal die Chance. Auf der OM-Position haben wir auch einen zu viel. Der Tau Lahu, großes Talent, den sollten wir auch mal ausleihen. Ist er auch mal bereit zu. Aber wir können nicht alle ohne Kaufoption ausleihen. Dann leihen wir ihn doch mal mit Kaufoption aus. Schlagen hier den Preis aber mal ein bisschen in die Höhe. Auf der 6er-Position sind wir gut aufgestellt. Auf der LM-Position sind wir gut aufgestellt. Auf der RM-Position sind wir fast schon zu gut aufgestellt. Die Außenverteidiger plane ich auch mal mit ein, damit wir zumindest die Option haben, sie nutzen zu können. Auf der RV-Position sind wir gut aufgestellt. 4 Elfhausen, viel zu viel. Santos und Rodriguez sind da, glaube ich, gesetzt. Kopaci, den können wir eigentlich auch verkaufen. Oder ausleihen. Vielleicht... erstmal... ja, wir können jetzt nicht alle behalten. Wir können auch nicht alle nur ausleihen. Simpson als mittleres Talent. Ich tue sie mal beide auf die Transferliste. Mittlere Talente können wir jetzt nicht halten unbedingt. So, 3 Libros, auch einer zu viel. Der Lindström. Pericic. Iskrić. Wir haben den Kajust ja auch noch in die zweite Mannschaft abgeschoben. Das müsste viel leichter sein, hier Leute in die zweite Mannschaft abschieben zu können. Ich glaube, der Lindström hilft uns hier nicht weiter. Der geht dann mal auf die Transferliste. So, auf der Torhüter-Position. Ja, der Seidel als dritter Keeper hilft uns so eigentlich auch nicht weiter. Ne? Aber wir behalten ihn erstmal. Auf der IV haben wir auch mindestens einen zu viel. Karafiat, Riesentalent, den sollten wir auf jeden Fall ausleihen und das auch auf jeden Fall ohne Kaufoption. Da würden wir selbst für die Leihe schon über 500.000 bekommen. Ich denke, ansonsten ist das hier eine relativ gute Aufstellung. Da brauchen wir eigentlich auch kaum neue. Wir könnten vielleicht noch einen weiteren Stürmer gebrauchen. Da können wir vielleicht in der zweiten Mannschaft uns bedienen und jemanden mit Stärke 7 oder 6 uns nehmen. Das können wir da aber auch erst nach Bedarf machen. Da sollen wir uns den Kader jetzt erst nicht voll knallen. Wir haben jetzt ja auch noch einen Libero, der bald in die erste Mannschaft kommen wird. Der wird jetzt erstmal noch gefördert. Die anderen auch. Ansonsten, ja, haben wir hier eigentlich schon ein Überangebot. Und der Kader steht. Da braucht man sich jetzt nicht groß aufeinander einstellen, auch wenn die Eingespieltheit jetzt natürlich über die Pause, Sommerpause ein bisschen gelitten hat. So, der Co-Trainer macht mal den Plan. Und lässt ihn so, wie er ist, von mir aus. Ja, hier, die sind zufrieden und wollen mir aber erstmal keinen neuen Vertrag geben. Ich habe erstmal nur bis zum Ende der Saison noch Vertrag. So, es gibt jetzt erstmal hier ein paar Hausaufgaben. So, Morales übt mal ein bisschen die Abschläge. Luis Gaspar übt mal ein bisschen die Reflexe. Pericic übt mal ein bisschen Zweikampf. Oder Spielübersicht. Nein, Zweikampf. Ja, das reicht erstmal. Kalender. Es geht los am 18. August. Dann fahren wir Anfang August ins Trainingslager. Und zwar sind wir jetzt mal... Wir bleiben in Hamburg. Nein, wir bleiben nicht in Hamburg. Wir reisen mal nach Neuseeland. Christchurch. Why not? Mal ein bisschen die Welt sehen hier mit von und mit Ottmar Schulz. So, dann machen wir auch keine Generalprobe mehr vor dem Saisonstart. Dafür knallen wir jetzt hier alles voll. Hallenturnier im Sommer. Die Ottmar Schulz Special Edition.
So, dann machen wir hier auch ein Strandturnier. Norderstedt, Berliner AK. Berliner AK, die sollte man eigentlich nicht einladen. Die haben uns den Aufstieg verdorben. Aber egal, wir wollen jetzt nicht nachtragend sein. So. Freundschaftsspiel gegen Heidenheim. Dann machen wir hier mal ein richtiges Turnier. Nehmen wir mal bei Sheffield United am Turnier teil. Dann machen wir hier nochmal ein Testspiel gegen den ersten. Gegen unsere zweite Mannschaft. Why not? Kostet das jetzt extra Geld, gegen unsere zweite Mannschaft zu spielen? So, gegen Bayreuth. Und dann hier auch nochmal gegen Unterhaching. Dann machen wir einen Familientag. Einen Jugendtag. Jetzt haben wir so viele Junge befördert. Jetzt bräuchten wir eigentlich mal wieder ein paar neue. Tag der offenen Tür. Vereinsfest. Mit dem Ottmar Schulz Schlager-Special. Dann gehen wir nochmal italienisch essen. Verbandsfest machen wir auch. So, los geht's. Besonders die Kinder der Spieler sind total begeistert von den vielen Spielmöglichkeiten. Der Tag verläuft sehr morsch. Welche Kinder haben die Kinder? Ich muss mal wieder einen Überblick verschaffen hier. So, wir haben unser eigenes Hallenturnier gewonnen. 370.000 Euro eingenommen. Makoto Asamoah, ist das noch der, den man mal kannte? Gerald Köhler, den Namen habe ich auch schon mal gehört. So, wir haben 4-2 gegen Cottbus gewonnen, wir haben 5-0 gegen Dortmund-Assel gewonnen und 2-2 gegen Viktoria gespielt. Dann im Finale Cottbus besiegt, im Halbfinale hatten wir Wuppertal deutlich besiegt. Cottbus auf Platz 2, Jena auf 3, Wuppertal auf 4. Schulte von Porto verpflichtet für über 20 Millionen. UI Cup mit Bielefeld, die verlieren deutlich gegen Montpellier. Beim Jugendtag ist kein Talent aufgefallen. Vereinsfest war ein voller Erfolg, die Stimmung hat sich verbessert. Wir sehen viele Transfers. Van Dijk von Magdeburg nach Juju. Köhring von Rostock nach Wolverhampton. Al-Ghadioui von Dortmund nach Florenz. Moritz Bayer von Regensburg nach Heart of Midlothian. Klein von Heidenheim nach Nimes. Simpson und Karafiat werden umworben. Simpson zum Kauf. Karafiat hat ein Leihgeschäft gefunden. Dieses Riesentalent wollen wir damit dann auch fördern. So, Döcki ist immer noch nicht ganz wieder fit, aber bald. Dann wollen wir vielleicht auch mal ein paar Verträge verlängern. Der Luis Gaspar, ja, 26, als zweiten Keeper kann man den schon ganz gut behalten. Ach nein, nicht auf die Transferliste. Muss ich ihn extra wieder runternehmen. Ich wollte seinen Vertrag verlängern, so. Wollte ich jetzt nochmal machen. Also wir haben über 44 Millionen auf der Habenseite. Wir haben in der letzten Woche 970.000 Euro eingenommen. So, Gaspar, das ist ja auch hier noch ein relativ günstiger Vertrag. Für unseren zweiten Keeper 3 Jahre plus Option. Kann man das mal machen. Er verlängert auch. Das geht doch unkompliziert. So, es kamen viele Fans zum Tag der offenen Tür. Karafiat geht auf Leihbasis nach Astra Juju. Und Fabian Wohlgemuth von Hansa Rostock ist ja an Matthew Simpson interessiert. Der ist 2,5 Millionen wert. Mittleres Talent, 18 Jahre. Linksverteidiger aus der eigenen Jugend. Gucken, ob wir hier noch ein bisschen mehr aus dem Herrn Wohlgemuth rausbekommen. Mindestens 2 Millionen wären eigentlich schon angemessen. Wir werden uns hier nicht einig, aber wir müssen auch nicht mal das erstbeste Angebot direkt annehmen. So, wir gewinnen auch hier. Auch das Strandturnier gewinnen wir. Nehmen 380.000 Euro ein. Nayat hat hier der beste Torschütze mit 9 Buden. In der Vorrunde haben wir alles, in der Gruppenphase alles gewonnen. Gegen Norderstedt, Berliner AK und gegen Fürth. Gerade gegen Berliner AK fühlte sich das gut an. Dann haben wir im Halbfinale Groß Asbach besiegt und im Finale Gladbach 2. Gladbach 2 auf Platz 2, Groß Asbach auf 3, Berliner AK auf 4. Super Bilanz hier, dass wir alle Turniere gewinnen. Haben wir sowas schon mal erlebt. UI Cup und Bielefeld ist ausgeschieden mit 2 Niederlagen. Dann sehen wir jetzt hier FC Schalke. FC Schalke gegen KRC Genk. Deutschland ist ja in der 5-Jahres-Wertung gestiegen, die jetzt deshalb dadurch einen internationalen Platz mehr bekommen haben. Würde ich mal vermuten. So, das Essen beim Italiener war lecker wie immer. Taulahu und Junior vertragen sich wieder. Wir spielen gegen Heidenheim. Es spielen einfach mal die jüngsten Spieler. Mit unserer gewohnten Formation hier. So, das ist dann jetzt sehr jung. 3 17-Jährige. Gegen Heidenheim machen wir das mal so. 2200 Zuschauer. Gelbe Karte für Demir.
Gelbe Karte für Preston. Gelbe Karte für Kopacki wegen schwerer Schiri-Beleidigung. Und ja, das ist der Halbzeitpfiff. Es steht 0-0. Wir wechseln mal komplett durch. Santos, González, Neidhart, Branquino, Morales, Garnier und unser Freund Uffe. So, gucken, ob er seine Torjägerkanone verteidigen kann. Der Maßstab ist natürlich hoch gehängt worden durch ihn selbst. Da legt er direkt hin. Das 1-0 auf Branquino. Vollstreckt ist Fun Game, sieht gelb. Und wir gewinnen 1-0 gegen Heidenheim. Ordentlicher, netter Test. Das Fest war ganz nett, aber große Stimmung kam keine auf. Ihr Ansehen ist nicht besser geworden beim Vorstand. Ne, beim Verband meine ich. Nicht beim Vorstand, beim Verband. So, wir sehen, Karafia geht auf Leihbasis nach Joju. Außerdem Transfers von Da Silva von Southampton nach Dortmund und Lacroix von Unterhaching nach Udinese Calcio. Simpson wird weiterhin umworben. Vielleicht geht er ja nach Springfield. So, wir trainieren mal Pressing. Wir haben in der letzten Woche 1,5 Millionen Euro eingenommen, haben bereits 1.500 Dauerkarten verkauft. Wir können auch mal wieder ein bisschen hier auf dem Immobilienmarkt zuschlagen. Hier ist noch ein Reihenhaus. Ich weiß gar nicht, wie viel bringt uns das? Lohnt sich das überhaupt? Irgendwann lohnt es sich vielleicht, werde ich vielleicht zu Lebzeiten nicht mehr miterleben, dass wir damit rote Zahlen, schwarze Zahlen schreiben. Aber ich kaufe einfach mal nochmal ein Reihenhaus für 430.000 Euro. Wir müssen ja hier auch mal ein bisschen an die Zukunft und an die Kinder denken. So, Ihr Sponsorenpool überweist Ihnen 100.000 Euro, die nach Auffassung des Vorsitzenden in die Jugendarbeit investiert werden sollten. Ja, ich fördere die Jugend wie kein anderer. Bryce trumpft heute im Training ganz groß auf und gewinnt einen Motivationspunkt. So, der Wohlgemut ist nochmal da und bietet aber deutlich weniger als beim letzten Mal. Er will mir vielleicht auch zeigen, dass ich mal besser direkt annehmen sollte und dass die Zahlen eher noch kleiner werden. Nein, das nehme ich nicht an. This is Betting, Boyle Sports, ein Turnier bei Sheffield gegen Liverpool. Und Sheffield und Leeds United nehmen auch teil. So, in England spielen jetzt einfach mal, der Co-Trainer darf mal was bauen. Wir spielen gegen Liverpool, das ist natürlich ein hochkarätiges Duell hier. 1.500 Zuschauer. Jetzt gar nicht genau angeguckt, was der Co-Trainer da gebaut hat, aber ich vertraue ihm mal. Hier passiert nicht viel. Gelbe Karte für Paldan wegen einem Foul. 0-0 zur Halbzeit. Nur Zweiersturm, bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir wechseln komplett durch. Sosa, Bryce, Rodriguez, Stitch, Ali, Luis Gaspar und Neidhart. Jetzt wird es in der zweiten Hälfte schwächer. Nein, wir gehen in Führung. Garnier nach Vorlage, Stitch mit dem 1-0. Gewinnen wir auch dieses Turnier? Das wäre doch mal was. Ja, wir gewinnen zumindest das Spiel gegen Liverpool mit 1-0. Hochkarätigen Gegner geschlagen. Wir stehen jetzt im Finale gegen Sheffield. Gegen den Gastgeber, den Ausrichter vor. Es geht für über 13 Millionen in der Tosserei. So, der Co-Trainer darf nochmal bauen und baut nochmal ein bisschen um. Die Bank wird aber jetzt mal ein bisschen anders bestückt hier. Simpson darf auch mal mitspielen. So. Hier spielt über 13.000 Zuschauer hier. Ordentliche Kulisse. Es passiert nicht viel. Branquino sieht gelb. Lucas Silva mit dem 1-0 für Sheffield. Und Kuti mit dem 2-0. Eieiei. Stage sieht gelb wegen Schiri-Beleidigung. Kuti sieht gelb, nachdem seine Hand angeschossen wurde. So, gelbe Karten für Branquino, Stage und Kuti. Oh, Ali spielt Libero? Kommt denn der darauf. Wir wechseln komplett durch. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich schwächer, weil ich viele junge Leute auf die Bank gesetzt habe. Aber wir haben ja auch nicht überzeugt in der ersten Halbzeit. Sehr junge Aufstellung jetzt hier. Bacchi spielt bei Innenverteidiger. Der Allen ist nicht motiviert. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht abgeben sollte. So, der Simpson spielt einfach mal im Mittelfeld. Und ja, komm, dann gewinnen wir das Turnier vielleicht nicht. Aber auch vielleicht doch. Why not? So. Doch, dann geht das 3-0 auf das Konto von Al-Taifi. Und naja, anyway.
Who cares? Saveljic mit dem 14-0. Garnier sieht auch noch gelb nach einem Schubser. So, pfeif ab. Wir wollen nach Hause. Ein bisschen hier die englische, das englische Nachtleben erkunden. Coutinho macht das 5-0. Und ja, deutliche Pleite. Aber naja, so, der Ausrichter verdient über 700.000 Euro. Wir haben 200.000 Euro Antrittsgeld bezahlt. Wie viel kriegen wir jetzt? Ich blicke hier nicht durch, aber naja. Liverpool hat Platz 3 geholt. UI Cup, Schalke gegen Genk. 0-0 im Hinspiel. Sänger von Bayern München verpflichtet. Über 25 Millionen. So, jetzt das Rückspiel. Schalke, doch, Schalke gewinnt. 2-0, es fallen doch mal Tore. Schalke spielt jetzt in der nächsten Runde gegen Beşiktaş. Und wir sehen weitere Transfers. Becker von Halle nach Athen. Sänger von Manchester United nach Bayern München. Simpson wird weiterhin umworben. Ihr Arzt weist darauf hin, dass einige vollkommen überlastet sind. Ja, aber das ist jetzt halt so in der Saisonvorbereitung. So, wir trainieren aber dafür jetzt mal ein bisschen Spritzigkeit. Ich glaube, der Allen, der hilft uns in dieser Verfassung nicht weiter. Ich tue ihn mal auf die Transferliste. Ich will auch noch 900.000 Euro für haben. Ja, komm, dann. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf solche. Oh. Uffe soll nicht auf die Transferliste. Nein, Uffe, du doch nicht. Ist fast schon übermotiviert. Die Motivation ist. Ja, bei Allen mit Abstand am schlechtesten. Deswegen können wir hier aus der zweiten Mannschaft dann vielleicht wen hochziehen. Wir sehen, wir haben in der letzten Woche 680.000 Euro Gewinn gemacht, wo wir ein Haus gekauft haben. Wir kaufen einfach nochmal ein Haus. Nochmal ein Reihenhaus gekauft hier. Nochmal 430.000 Euro. Ja. So, wir spielen gegen unsere zweite Mannschaft. Da spielt auch der Kajust mit. So. Der Co-Trainer stellt einfach mal die unmotiviertesten Spieler auf. Mit einer freie Formation und dann unmotivierteste Spieler. So, wieder mit Zweiersturm. 2100 Zuschauer und die zweite Mannschaft geht in Führung. Kajus trifft als Erinnerung, dass wir ihn vielleicht wieder hochziehen sollten. Allen mit der Vorlage, Azevedo mit dem 1-1. Gyakos, die zweite Mannschaft geht wieder in Führung. Können wir uns die ja auch mal ein bisschen näher unter die Lupe. Können wir uns die ein bisschen näher anschauen, die zweite Mannschaft. Die führen sogar hier in der ersten Halbzeit. Wir wechseln komplett durch. Oh, Dürki ist wieder da. Dann mal, lass es ruhig angehen. Wir gucken, was jetzt hier in der zweiten Hälfte geht. 3-1. Gyakos trifft. Voller Kajust. Dürki ist mit den Kräften am Ende, aber wir können nicht mehr wechseln. Er muss jetzt durchziehen. Sonst bindet ihn am Pfosten fest oder so. So, und tatsächlich verlieren wir hier gegen unsere zweite Mannschaft mit 3-1. Aber naja, der Sieg bleibt ja beim HSV, von daher. So, Asusi vom VfL Bochum, Bundesliga. Die Bundesliga will den Simpson haben, aber ihr müsst mir schon ein bisschen mehr Geld bieten, Leute. Unter 2 Millionen geht der nicht. Nö, dann halt nicht. Wir haben Geduld, wir brauchen das Geld nicht so dringend. Schalke gegen Beşiktaş. Schalke gewinnt 2-1. Bayreuth. Wir wechseln mal komplett durch. Wollen jetzt auch mal wieder mit Dreiersturm spielen. So, die Jüngsten spielen einfach mal alle. 1400 Zuschauer. Grauwatsch mit dem 1-0 für Bayreuth. Da hat sich jemand verletzt. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer es war. Neidhardt kommt rein. Passiert nicht viel. Wir liegen hinten und wechseln mal komplett durch. Gucken, wie lange der Dürki jetzt durchhält. So. 1-1, Neidhardt nach Vorlage Iskrisch. 2-1, Kaplan trifft nach Vorlage Backhand González. Uffe trifft nach Vorlage Junior. Ein Dreifachschlag innerhalb von 18 Minuten. Und dann nochmal gelbe Karte für Junior. Überflüssig. Aber heißt drauf. Und Kaplan trifft nochmal nach Voller González. Die haben sich hier gut aufeinander eingespielt. Ja, wir gewinnen 4-1. Guter Test. UI Cup Schalke. Müsste zittern. Aber, oh, es geht tatsächlich in die Verlängerung. Es ging in die Verlängerung und Schalke konnte sich dann aber
durchsetzen und spielt jetzt, zeigen wir uns gar nicht, gegen wen sie spielen. Schneck, guter Name mit Doppel-G. Geht von Würzburg nach Southampton. Boguski von Kaiserslautern nach Brighton and Hove. Simpson wird weiterhin umworben. Hutunen hatte sich verletzt, fällt 2 Wochen aus. Ich besuche ihn mal. So, soll ich jetzt noch hier irgendwen auf die Transferliste setzen? So, wir verlängern erstmal mit Pericic. Und mit Petk. Petk ist auch nicht so ganz motiviert, ich möchte ihn aber trotzdem erstmal halten. So, wir sind im Trainingslager, trainieren brutal die Kondition. Masusi. So, komm, 2 Millionen. Nein, wir werden uns nicht einig. Pericic, der ist schon ein Gutverdiener hier. Kriegt noch etwas Geld mehr. Ist aber dann hier nicht überzeugt von dem Angebot. Doch, dann unterschreibt er für 3 weitere Jahre. So, wir spielen gegen Unterhaching. Wir wechseln mal komplett durch hier. Unterhaching, 1600 Zuschauer. Gelbe Karte für Russos. Rupoku bringt die Gäste in Front. Luis Gaspar mit dem Eigentor, der Keeper. Eieiei. Und dann liegen wir hier 2-0 hinten. Auch hier wird komplett gewechselt. Stets spielt einfach mal Mittelfeld. Garnier spielt einfach mal links. So, machen wir es einfach mal. Ungewohnte Position teilweise. Sind wir jetzt schon im Trainingslager? Da haben wir doch, ich doch eigentlich keine Testspiele angesetzt. Oder wir fahren, glaube ich, erst im Laufe der Woche. So, hier passiert nicht mehr viel. Wir verlieren 2-0 gegen Haching. Dass jeder ein bisschen Spielzeit jetzt bekommen hat. Ich hoffe, mal Sorge, dass der eine oder andere da ein bisschen durchs Raster fällt immer, aber naja, gucken. Rienz darf über 30 Millionen vom FC Barcelona verpflichtet. Der Petk soll auch einen neuen Vertrag bekommen. Er ist mit 26 Jahren. Kann ihn ja durchaus hier noch behalten. So, ja, direkt unkompliziert verlängert. Champions League Quali mit Frankfurt. Die gewinnen 2-0 gegen Viitorul. Und Dresden hat auch gespielt, aber jetzt habe ich schon weitergeblättert. So, Dresden auch mit dem Ligapokal gegen Frankfurt. Frankfurt gewinnt 3-2. Im Ligapokal Regensburg gegen Wolfsburg. Wolfsburg mit dem 1-0 Sieg. Al-Taifi geht von Sheffield nach Wolfsburg. So, ich bekomme keine Angebote mehr. Unser Kader ist immer noch üppig. Wir haben immer noch 31 Spieler. So viele Außenverteidiger können auch Innenverteidiger. Da können wir den Preston vielleicht auch mal verleihen. Ich tue ihn mal auf die Leihliste. Von mir aus auch ohne Kaufoption. Vielleicht sollten wir die Linksverteidiger auch nicht alle behalten. Es ist ja auch eher Plan B, dass wir mit Außenverteidigern spielen. Deswegen geht der Rodriguez auch mal auf die Leihliste. Und der Klaassen mal auf die Transferliste. So, ups. Nein, Junior, so soll es nicht gehen. So, Vertragsverlängerungen. Brankino würde ich gerne behalten. Verpflichten jetzt gar keine neuen, aber so ist das halt. Ich könnte ja zumindest mal auf die Transferliste gucken. Ich bin voll mit unseren Spielern. Ich bleibe auf dem Immobilienmarkt aktiv. Wir kaufen nochmal ein Reihenhaus. So, 430.000 Euro. Haben 1,3 Millionen verloren. Wir haben schon 4.300 Dauerkarten verkauft.
Sollte man da mit ein paar Leuten auch mal reden. So, wir trainieren weiter brutal die Kondition. Morales mit der Meniskusreizung. So, Branchino ist ein super starker Spieler. 29 Jahre. Millionen will ich ihm nicht geben, aber es geht nah dran. Ist er nicht überzeugt. Gibt es noch ein hohes Handgeld. 250.000 Euro. Nein, ist immer noch nicht überzeugt. So, dann lege ich nochmal ein bisschen drauf. Immer noch nicht. So, 800.000 Euro Handgeld, nein. Ganzes Jahresgehalt als Handgeld und er verlängert um 3 Jahre. So, Bryce. Quatschen Junior mit einem Oberschenkelbruch. Eieiei, ist der Saisonstart für ihn wohl geplatzt. Champions League. Frankfurt spielt 0-0 gegen Viterol, ist damit dabei. Dresden spielt auch 0-0. Dresden hat das Hinspiel gewonnen gegen Hammarby, ist damit auch weiter. Wie viele deutsche Clubs haben wir denn jetzt hier? Gruppe 1, Bayern München, Deportivo Alaves, Paramaribo, Fenerbahce. Gruppe 2, Eintracht Frankfurt, AS Rom, Slavia Prag, Zrinjski Mostar. Gruppe 3, RB Leipzig, Huesca, Nizza und Hecken. Gruppe 4, mal ohne deutsche Beteiligung, Sheffield United, Lazio Rom, Young Boys, Bern und Utrecht. Gruppe 5, Dynamo Dresden, Amiens, Banik Ostrau, Famagusta. Gruppe 6, Norwich City, Real Sociedad, FC Basel und NK Celje. Gruppe 7, Tottenham, Atletico, Trabzonspor, Desna Czerniv. Und Gruppe 8, Man City, AC Mailand, Sporting, Braga und Spartak Moskau. Damit haben wir 4 deutsche Clubs hier in der Champions League. Nicht schlecht. So. Liga-Pokal, Bayern mit einem deutlichen 5-1 gegen Frankfurt. Und Wolfsburg verliert auch deutlich gegen Leipzig. Euroleague, Quali, Schalke gegen Juventus Turin. Wir sehen noch mehr Transfers. So, da haben wir jetzt noch viele Gespräche. Preston und Rodriguez haben Leihinteressenten gefunden. Simpson und Klaassen werden umworben. Wir müssen den Kader jetzt ein bisschen ausdünnen. Wir haben in der letzten Woche 930.000 Euro verloren, aber viele Häuser gekauft. So, ja, was machen wir? Es geht dann beim nächsten Mal los mit dem Saisonstart gegen Burghausen, Hoffenheim und dann gegen Reden im Pokal. Reden, das wird nicht leicht. Die spielen in derselben Liga wie wir. Die kommen aus der dritten Liga, sind aufgestiegen. So, wir sind in der Liga-internen Bewertung hier auf Platz 3 gelistet, hinter Ingolstadt und hinter Hoffenheim. Aber Ingolstadt war letztes Jahr, glaube ich, auch auf Platz 1. Da haben wir ja gesehen, was das bedeutet. Ja, beim nächsten Mal geht's los. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, Sie auch. Tschüss, bis dann. Bye, bye.